Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei meinem neuesten Video auch wieder mit dabei seid. Ich habe heute den Lesemonat vom Monat April für euch und es waren diesmal echt viele Bücher geworden. Obwohl ich eigentlich ständig unterwegs war, habe ich mehr geschafft als in den ganzen Monaten zuvor. Ich kann euch nicht sagen, woran das jetzt genau lag. Ich war einfach voll im Fieber drin und habe auch diesen Monat echt gute Bücher gelesen. Ich würde sagen, ich fange auch direkt an, sonst wird es nämlich wieder ein ellenlanges Video. Den April habe ich zusammen mit einer Freundin gestartet. Wir haben uns nämlich ein Kai-Meier-Buch ausgesucht, das wir zusammen lesen wollten. Und zwar war das Arkadien erwacht, der Auftakt der Arkadien-Reihe. Sie hat jetzt noch Band 2 und Band 3 zu Hause, ich nicht. Ich war allerdings auch nicht so begeistert von dem Buch und weiß auch noch nicht, ob ich das Buch oder die Reihe weiterlesen möchte. Auf jeden Fall geht es in der ganzen Reihe um Rosa. Rosa, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Sie fliegt nach Sizilien zu ihrer Familie und lernt dort im Flugzeug Alessandro kennen. Und als sie in Sizilien landet, stellt sie fest, dass die Familie von ihr mit der Familie von Alessandro quasi verfeindet ist. Rosa gehört zu den Alcantaras und Alessandro zu den Canavares. Ich glaube, so rum war es. Berichte ich mich, falls ich es wieder durcheinander werfe, ist schon eine Weile her jetzt. Auf jeden Fall teilen die Familien ein nichtmenschliches Geheimnis. Was das allerdings ist, möchte ich euch jetzt nicht verraten. Dazu müsst ihr die Bücher natürlich selbst lesen. Aber das Titelbild verrät schon ein bisschen was. Rosa trifft sich dann auch öfter noch mit Alessandro und findet das ein oder andere Familiengeheimnis der beiden Familien raus. Ich fand den Schreibstil von Kai-Meier natürlich wie immer großartig, aber mit der Geschichte, ich weiß nicht, ich bin nicht so richtig reingekommen. Das Buch hat mir schon ganz okay gefallen, sage ich jetzt mal. Ich habe ihm, glaube ich, bei Goodreads 3 Sterne gegeben. Meine Freundin meinte allerdings, das zweite Buch wäre bisher schon viel, viel besser. Und ich soll es mir nochmal überlegen und soll mir auch Band 2 mal zu Herze führen, zu Gemüte führen. Ich habe aber allerdings noch so viele tolle Bücher auf dem Sub, auf die ich mich deutlich mehr freue. Aber vielleicht gebe ich dem Ganzen dann wirklich irgendwann nochmal eine Chance. Weiter ging es dann mit einem Buch, das ich, glaube ich, schon im Februar angefangen habe. Ich habe es euch in irgendeinem Video auch schon mal erzählt, dass ich da echt traurig bin, dass ich nach Kapitel 1 irgendwie nicht weitergelesen habe. Und zwar spreche ich vom Wolkenschloss von Kerstin Gier. Ich habe dann jetzt irgendwann, als ich Arkadien fertig hatte, überlegt, was liest sie jetzt als nächstes. Und dann habe ich in meinem Bücherregal gesehen, dass das Wolkenschloss da immer noch steht. Und da ich nicht weiter als Kapitel 1 gekommen bin, habe ich gesagt, komm, gib's dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance, fängst jetzt nochmal von vorne an. Ich glaube, damals ist City of Bones dazwischen gecrashed. Eine alte Liebe rostet nicht. Auf jeden Fall war ich am Schluss, als ich das Buch zugeklappt habe, mit einem lachenden und einem weinenden Auge dabei. Einerseits war die Geschichte so süß und so lustig, dass ich noch Stunden über Stunden gerne im Wolkenschloss verbracht hätte. Andererseits dachte ich mir, es ist ein perfekter Abschluss für das Buch. Mehr müsste auch nicht mehr gesagt werden. Aber wie ihr mich kennt, ich liebe Kerstin Gier und kann euch die Bücher von ihr einfach nur ans Herz legen. Es ist wirklich für alle was dabei. Es ist familiär, es ist lustig, es ist aber auch jugendlich gehalten. Also wirklich alle Spektren sind da irgendwie abgedeckt und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, stattet dem Wolkenschloss auf jeden Fall mal einen Besuch ab. Es wird sich definitiv lohnen. Dann ging der April weiter mit meinem Herzbuch. Ich habe den letzten Band der Chroniken der Unterwelt-Reihe gelesen. Cassandra Clare's City of Heavenly Fire. Das ist quasi der Abschluss der ganzen Reihe. Das ist Band 6. Ich meine, ich muss jetzt nicht mehr zu der Story so viel sagen. Ich habe in den letzten Lesemonaten ja schon sehr viel erzählt. Am Schluss der ganzen Reihe führen natürlich nochmal alle offenen Stränge und alle offenen Fragen und Antworten zusammen. Vieles macht auf einmal Sinn. Ich kann euch die Reihe mit 1000%iger Zufriedenheit ans Herz legen. Ich habe heute wieder Wortfindungsstörungen. Ich liebe diese Reihe. Ich habe da ja eine besondere Beziehung zu, nennen wir es mal so.
Die ganze Reihe hat mich damals aus einer riesengroßen Leseflaute rausgerissen und seitdem kann ich mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Auf meinem Blog habe ich natürlich die allererste Rezension dieser Reihe gewidmet. Wer noch nicht vorbeigeschaut hat, sollte das unbedingt mal nachholen. Ich habe es natürlich unten in der Infobox verlinkt oder ihr findet auch, wenn ihr auf meinen Kanal geht, oben in der kleinen Reiteransicht findet ihr natürlich auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zu meinem Blog. Und weil mir das Wolkenschloss so gut gefallen hat, habe ich mich gleich nochmal an ein Kerstin Gierbuch gesetzt, das ich mit gefühlt 12 schon mal gelesen hatte. Ich spreche von Jungs sind wie Kaugummi, süß und leicht um den Finger zu wickeln. Also es ist wirklich ein ganz, 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 ganz dünnes Buch. Wer meinen XXL Rebuy Haul gesehen hat, der weiß, dass ich mir das Buch damals neu bestellt hatte oder beziehungsweise gebraucht neu bestellt hatte. Ich habe das ja, wie gesagt, damals schon mal gelesen und ich fand es so, 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 so niedlich. In der Kurzzusammenfassung, es geht um die 13-jährige Sissy und die ist auf einmal bis über beide Ohren in Konstantin verliebt. Aber Konstantin ist schon ein, zwei Jahre älter, ich glaube er ist 15, aber ich lege mich da jetzt nicht fest. Auf jeden Fall steht Konstantin auf Mädchen mit ein bisschen mehr Erfahrung und Sissy kann davon leider absolut nichts vorweisen. Sissys bester Freund Jakob ist in ihrer Klasse und den bittet sie dann, ihr ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und er weiß im ersten Moment gar nicht, was sie von ihm will und besorgt dann ganz seltsame Dinge und Sissy weiß gar nicht, was er vorhat. Sie wollte doch mit ihm Küssen üben oder sonstiges. Auf jeden Fall ein zuckersüßes Buch, nicht nur für Kinder. Ich bin 30 und mir gefällt es immer noch. Ich habe es auch wirklich in einem Tag durchgelesen gehabt. Es hat, lass mich mal schauen, 197 Seiten. Also es lässt sich wirklich so flüssig lesen. Ich habe einen Tag im Garten gelegen und zack war das Buch durch. Also unbedingt mal reinschauen. Dann habe ich noch 3 weitere Bücher im April gelesen. Ich würde sie euch ja gern einzeln vorstellen, aber es war eine ganze Reihe. Wovon ich spreche, Moment, ich muss sie erstmal richtig rumsortieren, dass ihr auch die richtige Reihenfolge habt. Ich spreche nämlich von der Again-Reihe von Mona Kasten. Das wäre einmal Begin Again, dann Trust Again und dann noch einmal Feel Again. Begin Again ist der Auftakt der Reihe. Ich stelle sie euch jetzt einfach mal kurzum vor, der Reihe nach natürlich. Ihr wisst ja, zwanghaft und so weiter. In Begin Again geht es um Ellie. Ellie kommt aus einer Familie, die, ich glaube, sie ist auch recht wohlhabend, aber sie wird quasi wie eine kleine Prinzessin aufgezogen und hat eigentlich da gar keine Lust drauf und eines Tages beschließt sie, dass sie zum Studieren aufs College geht und wegzieht und nichts mehr mit dieser Elite und dem ganzen High-Society-Quatsch zu tun haben will. Es sind auch ein paar Dinge in ihrer Vergangenheit passiert, die sie einfach geprägt haben und was ihren Entschluss wegzugehen natürlich nochmal gestärkt hat. Dann muss die Dame natürlich auch eine Bleibe haben, ein Dach über dem Kopf und landet prompt vor Cadens Haustür. Der sucht nämlich gerade einen Mitbewohner und hat irgendwie gedacht, Ellie wäre ein Junge, ein Mann. Ist dann erstmal relativ unfreundlich und sagt, nee, mit Frauen möchte ich nicht zusammenwählen, das macht nur Stress. Als sie dann wutentbrannt gehen möchte, hält er sie dann doch zurück und sagt ihr, ja komm, dann zieh halt ein, aber ich stelle Regeln auf. Eine dieser Regeln war, wir fangen nichts miteinander an. Dass das Ganze nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, war abzusehen. Sonst würde es ja auch keine 3 Bände geben, wie ich mir gedacht habe. Hab dann aber nicht gewusst, dass in jedem Band eine andere Protagonistin im Vordergrund steht. Ich dachte die ganze Zeit, die 3 Bücher gehen alle um Ellie und Caden und ihre Geschichte. Aber dem Ganzen war nicht so. Denn ihre beste Freundin Dawn, die sie auf dem College kennenlernt, wechseln wir mal das Buch, ist die Protagonistin des 2. Bands. Das wäre Trust Again. Dawn hat natürlich auch eine dunkle Vergangenheit und es sind Dinge geschehen, die sie ein wenig geprägt haben, wie alle 3 Protagonistinnen in den Büchern. Dawn verliebt sich dann allerdings in Spencer, beziehungsweise er macht ihr die ganze Zeit, sag ich mal, zweideutige Angebote.
Aber sie hat durch ihre Vergangenheit einfach verlernt, wie man Menschen vertraut. Sie wurde sehr, sehr stark, oder ihr Vertrauen wurde sehr stark missbraucht. Und sie hat einfach keine Beziehung mehr zu Männern, die weitergehen als Sex, weil dann müsste man ja das Herz aufmachen, man müsste vertrauen und das kann sie einfach nicht. Aber wir haben ja den lieben guten Spencer und der zeigt ihr, dass nicht alle Männer ganz so schlecht sind, wie sie denkt. Und dann kommen wir zu last but not least Band 3, Feel Again. In dem Band geht es um Sawyer und Sawyer ist, ich möchte es nicht sagen, sie wird die anderen Bücher als Flitschen dargestellt, aber sie hat nichts gegen den ein oder anderen One-Night-Stand, bis sie dann auf Isaac trifft. Den trifft sie in einer Diskothek, in einem Club und es gibt ein paar Mädchen, die sich über ihn lustig machen, weil er einfach schüchtern ist und nicht so aus sich rausgeht und jeder denkt, ach ja, der wird als alte Jungfer sterben, dabei kennen sie ihn gar nicht. Und Spencer möchte den Mädchen eins auswischen und geht kurzerhand hin und küsst ihn in Grund und Boden. Die beiden machen dann so eine Art Pakt. Sie soll ihm zeigen, wie aus einem schüchternen, netten Kerl ein richtiger Bad Boy wird, der die Mädchen und die Frauen um den Finger wickeln kann. Im Gegenzug soll er für sie Modell stehen, beziehungsweise sie möchte für ihr Abschlussprojekt dokumentieren, wie man von dem, ich nenne es mal einfach ganz bildlich schon, aus dem hässlichen Entlein zum hübschen Schwan wird. In der Zeit der Dokumentation kommen die beiden sich natürlich auch näher, aber Sawyer hat auch, genau wie die anderen beiden, Angst, sich fallen zu lassen, Angst, ihr Herz zu öffnen. Aber Isaac lässt natürlich nicht locker. Ich habe die Reihe wirklich jetzt die letzten anderthalb, zwei Wochen des Aprils gelesen, habe mir da dann auch meine Meinung zugebildet. Ich habe ja schon mal bei meinem Vlog und bei, ich glaube, noch einem anderen Video gesagt, dass ich zwar Monas Schreibstil mag, aber dass irgendwie alle ihre Bücher, und ich habe jetzt 4 davon gelesen, irgendwie nicht unberechenbar sind. Also wenn ich irgendeinen bestimmten Satz gelesen habe, habe ich immer gedacht, ah, sie hat jetzt das geschrieben, weil das und das später passieren wird. Und zu 95% ist das, was ich mir gedacht habe, auch passiert. Und ich mag es ja echt nicht gern. Ich liebe das ja, wie bei Kerstin Gier ganz oft, wenn auf einmal im Plot ein riesen Twist ist, mit dem du nicht gerechnet hast. Okay, ich sag einmal, bei Save Me war das auch der Fall. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Aber bei den Büchern, bei den dreien, war es einfach so, dass ich bei allen dreien wusste, eigentlich, als ich das erste Viertel fertig hatte, wie das Ganze vermutlich ausgehen wird. Und es ist jedes Mal so gekommen. Viele hier auf BookTube feiern ja den Auftakt Begin Again ganz besonders. Ich für meinen Teil muss allerdings sagen, dass mich die Geschichte von Sawyer und Isaac am meisten bewegt hat. Das war das Buch, bei dem ich am meisten abgesuchtet habe, nenne ich es jetzt einfach mal so. Das habe ich auch am allerschnellsten gelesen, ich glaube innerhalb von 2 Tagen. Also ihr dürft euch nicht wundern, selbst wenn bei Goodreads ein längerer Zeitraum mal steht, in dem ich das Buch gelesen habe oder ein Buch gelesen habe. Das stimmt nicht immer so, weil ich einfach nicht jeden Tag auf Goodreads abhänge. Aber sobald ich online bin, aktualisiere ich natürlich nochmal alles. Nichtsdestotrotz kann ich euch die Reihe auf jeden Fall auch empfehlen. Ich fand, wie gesagt, Band 3 am stärksten. Band 2 auf Platz 2 und den ersten fand ich eigentlich am schwächsten. Aber ich denke, da muss der Autor auch erstmal reinkommen. Und als dann Band 2 und Band 3 geschrieben wurde, da hat sie vielleicht auch die Charaktere mehr vor sich gehabt und konnte da mehr sich reinversetzen. Ich weiß es nicht. Aber definitiv eine Leseempfehlung von mir, wenn ihr auf Young Adult, New Adult steht und auf Liebesgeschichten mit Happy End. Dann seid ihr bei der Reihe auf jeden Fall richtig. So, ihr Lieben, das war mein Leserückblick für den Monat April. Es waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. Ich für meinen Teil finde das völlig okay. Ich habe die letzten Monate immer nur so 3, 4, 5 geschafft. Diesen Monat war es wirklich trotz Urlaub, in dem wir weggefahren sind und trotz vieler Termine. Es waren 7 Bücher. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe.
Ich bin froh, ich habe 7 tolle Geschichten gelesen. Okay, eine halbwegs tolle Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar der Bücher etwas näher bringen und ihr habt jetzt auch Lust, das ein oder andere zu lesen. Falls ihr eins davon schon gelesen habt, dürft ihr mir natürlich wie immer gerne schreiben, was ihr davon gehalten habt. Vielleicht denkt ihr zum Beispiel bei der Again-Reihe, dass das erste Buch superklasse war. Schreibt mir gerne in die Kommentare, warum ihr welchen Band besonders gut gefunden habt. Ansonsten würde ich sagen, war's das jetzt von mir. Es sind draußen 30 Grad. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen in die Sonne packen und dann vielleicht mal vorm Feiertag noch einkaufen fahren, bevor am Dienstag oder Mittwoch wieder Land unter ist und die Menschen so machen, weil ein Feiertag ist, als ob die Welt untergeht und es nie wieder was zu essen zu kaufen gibt. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!